Hallo euch allen, das ist mit dabei Madden NFL 19. Wir sind zurück bei Pass to the Draft. Wir haben das neunte Spiel der 2019er NFL Draft zu spielen. Es geht diesmal um DJ Moore von den Carolina Panthers. Das heißt, wir dürfen uns jetzt mit Cam Newton und der Offense der Carolina Panthers herumärgern. So, die Panthers liegen mit 2 Punkten hinten. Steht 7-9 aus ihrer Sicht. Ja, mal einen 2. und 7 an der eigenen 33-Yard-Linie. Wir haben noch 3 Minuten und 5 Sekunden hier im 4. Quarter zu spielen und wir werden gleich mal versuchen, dass wir Cam Newton unter Druck setzen können. 2007. Vollständiger Pass auf den Tight End. Ball ist an der 38-Yard-Linie. Dritter Versuch und 2. Ja, Greg Olsen. Und schon gesehen, dass es ein Tight End war. Rein von der Größe und der Breite. Dritter Versuch und 2. Und auch kein Sack, ja. Cam Newton ist nicht leicht zu Boden zu bringen. Der ist ja auch nicht gerade der allerkleinste. Ist ja schon ein gewisser Kühlschrank, der da hinten steht. Das sind so Gardemaß, er und so Ben Roethlisberger. Da tun sich einige Verteidiger schon schwer, die zu Boden zu bringen. Die Uhr läuft runter. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Da sehen wir Ron Rivera, der auch jetzt mittlerweile nach dieser verkorksten zweiten Saisonhälfte des letzten Jahres auch nicht mehr ganz ohne Kritik dasteht in Carolina. 4. und 9. Viel Druck, oh, das ist eine Flagge. Ja, das dürfte ein Roughing the Passer sein und damit zählt dieser Pick 6 nicht. Ah, da habe ich es übertrieben. Das ist der Roughing the Passer. Ja. Ja. Streut noch Salz in die Wunde. Das ist also sehr bitter. Das ist nicht nur ein neues First Down, das ist nicht nur 15 Yard Strafe, sondern auch noch eine Interception ist null und nichtig und die daraus resultierenden 6 Punkte ebenfalls. Oh, das ist bitter für die Marcus Lawrence. 1. und 10. Da war ich einfach zu übermütig. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Schöner Hitstick und da ist dein Fumble. Dann machen wir es halt im nächsten Spielzug. Sanders kann den Ball recovern. Tja, und schon sind die Cowboys in Ballbesitz. 1. und 10 an der 47 Yard Linie. Wir gehen in den Strategy-Bereich hinein. Ja, da ist jetzt Laufspiel angesagt. Lauf über die Außen. 1. und 10 an der 47. Wir laufen mit Elliott. Soll eigentlich, hoffe ich mal, über die linke Seite gehen. Ja, das hat funktioniert. Nicht ins Aus, Elliott. Doch, da geht er doch ins Aus. Damit bleibt die Uhr stehen. Ist den Panthers, glaube ich, sehr recht. 2. Versuch und 1. So, jetzt laufen wir durch die Mitte. Da haben wir keine Außenlinie in der Nähe, über die wir treten könnten. So, Elliott hat das neue First Down. Kommt bis an die 33-Yard-Linie. Und es ist ein neuer 1. Versuch. Wir gehen wieder in den Strategy-Bereich hinein. Nehmen wir den Zone Week. Also ich bleibe jetzt mal ein bisschen mehr bei Läufen durch die Mitte, damit die Uhr hier weiterlaufen kann. Die Panthers haben ja keine Auszeit mehr. Das nutzen wir jetzt einfach mal gnadenlos aus. Eddie George tankt sich da irgendwie durch. Immer noch auf den Ball. Ich habe eigentlich gedacht, da wäre er zu Boden gewesen. Aber war er wohl nicht. Trägt den Ball bis in die Red Zone der Panthers. 1. und 10 damit. Laufspiel, Eddie George über die Mitte und der kommt bis an die 9-Yard-Linie. 2. Versuch und 1 an der 9. Eddie George kommt bis an die 3-Yard-Linie. Schönes Play. Ja, mein First and Goal an der 3. Laufspiel, aber da sieht man schon an der Defense, das ist eine reine Rushing Defense. Da gehen wir doch mal direkt auf einen Pass per Audible. Owens und Johnson auf Slant Routes. Jarwin ist meine Sicherung, aber da laufen alle nach vorne und dann ist natürlich Keyshawn Johnson in der Mitte komplett frei. Touchdown Cowboys. Jetzt haben wir eine 8-Punkte-Führung, also noch ist es ein One-Score-Game.
Schaffen wir diesen PET, sind es 9 Punkte und dann müssten die Panthers zweimal scoren. Was 21 Sekunden vor dem Ende relativ unrealistisch ist. Also hier dürfte der PET die endgültige Entscheidung gebracht haben. Die Panthers kommen gleich nochmal mit ihrer Offense aufs Feld. Der Kick geht bis knapp hinter die Eckenzone. McCaffrey nimmt den Ball auf. Er wird gestoppt an der 27-Yard-Linie mit noch 17 Sekunden auf der Uhr. So, Cam Newton geht direkt in die Hail Mary-Aufstellung. Also der Ball möglichst bis in die Endzone. Erster und 10 von der 27. Newton wirft und der ist intercepted. Byron Jones hat das Ding. Ziemliches Turnover-Festival, was sich die Panthers hier erlauben. So, erster und 10 an der eigenen 37-Yard-Linie mit 11 Sekunden noch auf der Uhr. Das heißt, wir laufen nochmal über Elliott, über die rechte Seite. Er hat da eine schöne Lücke. Oh, wunderbar. Kommt da sehr gut durch. Noch ein Spin-Move. Da läuft er gegen den eigenen Verteidiger, sonst wäre er nochmal komplett durchgekommen. Aber auch so hat's gereicht. Also dann, wir schlagen die Carolina Panthers und gewinnen diese Challenge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.